Herzlichen Glückwunsch, du bist hier Dritter geworden beim Boulder Cup in München. Für den Sieg hat es heute nicht gereicht. Wo dran lag's? Ja, in den drei Bouldern, die möglich waren, leider ein bisschen zu viele Versuche gebraucht. Also, naja, die Platte war nicht so mein Ding. Da habe ich dann zwei Versuche bei einer falschen Variante verschwendet. Und genauso im letzten leider. Da habe ich erst ziemlich spät die Variante im rechten Hook rausgekriegt. Naja, blöd gelaufen, aber es passiert beim Bouldern. Du hast hier am dritten Boulder was ganz Spezielles gemacht. Hast ein Schild mitgenommen und dir darf durch vielleicht einen kleinen Vorteil verschafft. Erzähl kurz, was hast du da gemacht? Sogar einen großen Vorteil wahrscheinlich. Beim Aufsteher auf das letzte Volumen war es mir zu wackelig und da dachte ich, vielleicht kann ich dieses Werbeschild festhalten. Nicht das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Ich glaube, vor 2 Jahren schon, aber wenn der DRV nicht draus lernt, dann werde ich es auch in Zukunft weiter so machen. Du hast vor allem am Fels in letzter Zeit extrem starke Leistungen gebracht. Bist also regelrecht abgefeiert, gerade in der Kletterszene, was man so mitbekommt. Vielleicht kannst du kurz erzählen, was hast du zuletzt so alles klettern können und wie kommt es, dass du plötzlich so stark drauf bist? Ich war letztens in Fontainebleau und habe The Big Island geklettert, meine erste 8C. Und naja, liegt wahrscheinlich daran, dass ich gerade sehr viel Zeit habe, um an den Fels zu kommen und auch viel Zeit zum Trainieren habe. Deswegen, ja. Du meintest sogar oder hast sogar geschrieben, dass eventuell eine Verlängerung von Big Island so ein 9A-Boulder wäre. Liege ich da richtig und glaubst du, das ist möglich? Meinst du, es ist auch 9A? Ich habe den Einstieg noch nicht probiert, nur einmal ganz kurz. Dabei auch noch einen Tritt rausgebrochen, aber ich glaube, alle Züge wurden schon geklettert und damit ist es wahrscheinlich möglich, aber ich weiß nicht, ob es für mich erreichbar ist. Mal schauen. Aber du wirst es schon nochmal versuchen? Auf jeden Fall. Ich fahre mal hin, um den Einstieg auszubouldern demnächst, ja. Wettkampfmäßig, was steht da dieses Jahr so an? Bist du beim Weltcup dabei und was rechnest du dir so aus? Ja, ich mache dieses Jahr zum ersten Mal die komplette Weltcup-Saison mit. Im letzten Jahr habe ich viele wegen Prüfungen und so ausfallen lassen müssen und hoffe, dass ich ein gutes Gesamtergebnis habe, so in den Top 5, Top 10, mal schauen. Okay, dafür viel Glück und schönen Abend.